Wer ist denn da? Hier ist Lara Croft mit einer wackelnden Heliumlocke. Wackelnde Heliumlocke? Ah, ja klar, jetzt fällt es mir wieder ein. Lara Wackelkopf, komm nur rein. Danke. Schieß los. Was kann ich alte Schachtel für dich tun? Ich wollte dich nur mal fragen, wie es ist, wenn man einen Rausch hat. Das ist schlimm. Was genau ist da schlimm? Einzelheiten. Nichts. Wie nichts, sag schon. Mein Mann dann, Ägypt. Wie merkt man, ob man einen Rausch bekommt oder schon hat? Als alteingesessene Säuferin müsstest du das ja wissen. Siehst du da drüben die zwei Männer in der Ecke? Nein, die sehe ich nicht. Verarsch mich nicht. Aber ich sehe sie. Das heißt, du hast im Moment keinen Rausch. Du befindest dich in der PlayStation 2 Welt. Hier sieht die Grafik noch total scheiße aus. Du meinst? Ohne Rausch hält man es hier kaum aus. Du rauschst täglich? Aber klar, Lara, Liebes. Du solltest versuchen, in die PlayStation 3 Welt zu entkommen oder zumindest in die Xbox 360 Welt. Ach ja, und warum? Dort ist die Grafik immerhin nicht mehr ganz so beschissen. Deshalb, Lara. Und was soll ich dann dort? Na, neue Abenteuer bestehen. Dort sehen Polygone fast schon lebendig aus. Aber welche Abenteuer? Wie bitte? Sprech deutlich. Na, du schwafelst hier was von wegen PlayStation 3 Welt, wo ich hin soll, von wegen ich soll neue Abenteuer dort bestehen. Zum Beispiel Tomb Raider Legends oder Tomb Raider Underground. Obwohl ich hier noch voll krass auf der Flucht bin. Naja, du könntest auch in den Puff einsteigen, den ich plane zu eröffnen. Warum redest du wie eine Maschine und erzählst mir was von einem Puff? Ich rede gar nicht wie eine Maschine und du hast Kenny getötet. Das stinkt doch. Hör auf mit diesem Unsinn. Du Schwein. Hey Lara, alles fällt im Schritt. Du glaubst mir nicht, was heute wieder im Aldi passiert ist. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich sage nur Bonduell Gemüse. Na toll. Wo findest du immer nur so komisch Aldi-Geschäfte? Also erzähl, was hat es mit dem Bonduell-Gemüse auf sich? Ich kam an die Kasse und als die Kassiererin das Gemüse versuchte einzuscannen, stellte sie fest, dass es irgendwie nicht klappte. Sie hatte offenbar ihren ersten Tag bei Aldi und so rief sie eine Kollegin herbei, welche sie dann fragte. Ich zitiere, warum kann ich das Bordell-Gemüse nicht einscannen? Bordell-Gemüse? So ein Mist, jetzt weiß er zu viel. Seltsam, dieses Geräusch kam mir gerade irgendwie vertraut vor. Ich kenne diese Soundeffekte irgendwoher, habe die schon mal gehört. Aber was hat das alles mit Tomb Raider zu tun? Oh, guten Tag. Guten Tag, die Geräusche sind nicht von ungefähr. Es sind Sailor Moon Soundeffekte. Hände auf den Hinterkopf, du Schlampe. Wusste ich doch, dass ich die Soundeffekte kenne. Blablub, ah, das tut weh. Fresse halten. Boah, man sieht meine Hand aber echt aus. Endlich haben wir die so begehrten Sailor Moon Soundeffekte. Oh Mist, ich habe statt der echten Waffe die Pistole von Duck Hunt eingesteckt. Verflucht sei meine Leidenschaft für Duck Hunt. Ach, scheiße. Was war gestern los? Wie, was war los? Was meinst du? Warum haben die Spastentürsteher dich rausgeschmissen?
Ja, weil der hat mich nach Ausweis gefragt und ich habe dem aus Versehen eine Quittung gegeben, habe mich nicht so drauf konzentriert und mich halt vergriffen. Dann hat er meine Quittung auf den Boden geschmissen und ich dachte im ersten Moment, tolle Art, den Ausweis wieder zurückzugeben. Erst da sah ich, dass es eine Quittung war und habe mich entschuldigt und ihm den Perso gegeben. Da sagte er, ich schmeiß dich raus, und hat simuliert, die Polizei zu rufen. Da dachte ich gehe mal mit dem raus und kläre das Missverständnis. Draußen gab er mir dann den Ausweis wieder und erteilte mir Hausverbot. Ach so, voll assi. Hab nochmal nachgefragt, ob er das ernst meint. Meint der ja, da wollte ich aus der Garderobe meine Jacke holen, was diese Spasten aber nicht interessiert hat. So musste ich die Polizei aufsuchen, um an meine Jacke ranzukommen. Weißt, schmeißen die mich bei 0 Grad raus ohne Jacke. Ist denen eine Laus über die Leber gelaufen?